auch für uns als WeCamp-Stiftung beginnt ein neues Kapitel. Mit dem Beginn Ihres Semesters fördern wir erstmalig junge Talente des KIT hier in Karlsruhe in Form der heute vergebenen Stipendien. Mitte der 80er Jahre kannte noch niemand den Begriff Industrie 4.0. Im Jahr 1984 stand ein junger Mann namens Harald Wilkesmann in der Nachtschicht an einer CNC-Stanzmaschine, um sich Geld für sein Maschinenbaustudium zu verdienen. Und fasziniert von den Möglichkeiten der CNC-Technik, der aufkommenden Digitalisierung in der Industrie, begann er, Algorithmen zu entwickeln, welche aus den Auftragslisten und Zeichnungen die sogenannten NC-Texte für die Steuerung der Maschinen machten. Er schloss sein Studium im Jahr 1986 erfolgreich ab und gründete postwendend die WeCam GmbH. Und nach über 35 Jahren ist das Programmiersystem von WeCam in allen namhaften Konzernen wie Siemens, Liebherr, Miele, Otis und Co. der Dreh- und Angelpunkt für die automatisierte Produktion rund um den Globus. Nach kurzer Krankheit verstarb Herr Wilkesmann im Jahre 2017. Sein letzter Wille wurde umgesetzt und die heutige WeCam-Stiftung war geboren. Ich bin mir sicher, mit dem heutigen Tag geht ein Herzenswunsch von ihm endlich in Erfüllung, jungen Talenten in der Region die Chance zu geben, Mathematik und Informatik zu lernen und etwas aus ihrem Leben zu machen.